Moin Leute, Timex hier. Heute machen wir wieder einen Vlog aus dem Boxstall hier im Universum-Gym. Wir haben heute Folgendes vor. Edmund ist da von Ring Life. Er wird heute sein Format drehen. 5 Runden, 5 Fragen, wo ich 2 Minuten verprügelt werde. Dann gibt es eine Frage und dann werde ich wieder verprügelt. Immer so weiter. Alex ist auch da mein Trainer. Wir werden noch danach noch ein Training machen. Fokus heute auf Ausdauertraining. Noch ein bisschen Technik nach den Kämpfen. Dieses letzte Mal habe ich mich 2-mal übergeben beim Ausdauertraining. Hoffentlich bleibt es heute drin. Wir geben auf jeden Fall Vollgas. Viel Spaß mit der Folge. Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, herzlich willkommen aus dem Universum-Gym in Hamburg. Hier mit Trimax. Oh yes, oh yes. Dreh dich um. Wie eine Nähmaschine. Nähmaschine. Genau. Oh yes, sehr gut, sehr gut. Oh yes, sehr gut. Oh yes, sehr schön. Komm, komm, komm. Und atmen, Max, atmen. Locker bleiben, atmen. Du hast noch 5 Runden. Atmen. Ja, yes, sehr schön. Gut. Locker bleiben. Let's go. Und atmen, locker bleiben, Spaß haben. Hinterher, mach ich keinen Platz. Komm, arbeite. Und atmen, du atmest nicht. Kombos und atmen. Atmen bei jedem Schlag aus. Atmen. Digga. Sehr schön, das ist wichtig. Ja, toll. So muss das sein. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Und atmen, ja Mann. Sehr gut. Oh yes. Ja. Ja komm, mach mehr früher Quatsch. Let's go. Mach durch. Yes. Ja. Was hat die Zeit, hm? Ja. Hast doch ein bisschen. Komm, let's go. Wow. Ja, let's go. 10. Weiter, jetzt mach durch. Let's go. Hau den Jab raus. Yes, komm. Jab. Weiter. Stopp. Geht's? Ja, klar. Also, ey, ich sag euch ehrlich, ich bin begeistert. Das machst du wirklich sehr gut. Danke. Okay. Richtig schön. Nein, hol den Jab ein bisschen raus und drück den Jab dann. Komm, das kommt sehr schön. Arbeite mit dem Jab. Mach den nicht klein, mach den groß. Komm, hau mal jetzt ein paar Dinger raus. Nicht in die Opferrolle gehen. Jetzt kommen wir aggressiver. Geh rein da jetzt. Aggressiv. Yes, weiter. Aber guck, tu ihm weh. Mit den Jab müssen raus, nicht zu eng. Genau, und weiter. Guck. Halt ihn raus. Sehen. Jab, komm ihn raus. Er ist voll nah dran am Kopf. Yes, drück einfach raus, wenn er nah dran ist. Und Zeit. Oben lassen. Das ist so ja. Du musst gucken, oder? Also schwingst. Ja. Triffst du immer nur Hüfte. Ja. Der Ring ist extrem weich, wenn man das hier sieht. Das kostet noch viel mehr Kraft, hier eine gute Beinarbeit hinzulegen. Wenn ihr auf einem harten Boden euch bewegt, das sinkt nicht so sehr ein. Das hier ist schon wirklich, also ich merke es auch, Waden, Oberschenkel werden hier noch zusätzlich beansprucht. Aber es ist gutes Training, ja. Drück ihn raus, genau so musst du es machen, die ganze Zeit rausdrücken, die ganze Zeit. Mach es schwer für ihn ranzukommen. Ja, kommt er so ja, drauf, weiter, drück weiter. Ja, treff ihn, ja, sehr schön. Der juckt ihn gar nicht, ne? Ja, ist egal. Was ist denn los? Das ist der armenische Panzer, der da ist.
Ja, drück ihn raus, genau. Immer weiter und atmen, atmen. Du musst locker bleiben, Ausdauer. Und immer, ja, mach weiter. Aus der Ecke, aus der Ecke, raus, 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 raus. Und wieder jabben, jabben, jabben. Lass ihn nicht ran, genau. Drück ihn raus, drück ihn raus, drück ihn raus. Aus der Ecke, komm, gut, schmutzig. Kopf hoch. Kopf hoch und drück ihn raus, genieße. Komm jetzt, hau raus, hau raus, sehr schön, yes, hau jetzt. Atmen, atmen, atmen. Weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Wie das geht nicht, komm. Weiter, weiter. Sehr schön. Top, oh yes, komm weiter. Gut, weiter, sehr gut. Sehr gut. Oh yes. Sehr gut, sehr gut. Weiter. Und Zeit. Oh, Mann, stark, Alter. Geil. Ja, geil. Schöner Typ. Hey, macht er verdammt gut. Alle, die jetzt irgendwelche Kommentare schreiben oder so, macht das selber erstmal nach. Bis dahin. Pssst. Er macht es gut. Holy shit, Alter. Sim. Let's go. Hol den Jab aus, genau. Sehr schön. Oh, jetzt schon atmen und atmen. Yes. Genau, heute auf Distanz. Ein paar Body Shots auch. Eins, zwei. Bam, bam. Sehr schön. Yes. Top. Weiter, weiter geht's. Komm, atmen. Nein. Voll, alles, alles. Tut weh. Let's go. Ernst. 100%. Yes. Oh, yes. Und atmen. Und atmen. Und atmen. Sehr schön. Bei jedem Start. Ausatmen. Sehr schön. Let's go. Jab mit Körper dahinter. Sehr schön. Komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Schieb mich. Ja, yeah. Schieb mich, schieb mich. Oh. Und Zeit. Ah, sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut, geil. Mega. Ah. Ah, geil. Der Grund, warum ich hier eigentlich hierher kommen wollte, ist nicht, weil ich hier irgendwelche Techniktipps oder sowas geben wollte, weil Alex ist ein guter Trainer, der macht das richtig alles. Was ich dir noch ein bisschen zeigen wollte, war, wenn jemand jetzt, weil deine Gaming-Kollegen schmaler, ein bisschen leichter, kleiner und so, die können dir nicht diesen selben Druck entgegenbringen. Nee. Ne? Auch weil die vielleicht vor dir als Kumpel auch zu viel Respekt haben. Aha. Aber man muss einfach mal spüren, wie sich das anfühlt, in welche Verzweiflungslage man manchmal kommt, wenn der andere mal wirklich Druck gibt halt, ne? Stimmt. Auch wenn es jetzt keine harten Schläge waren oder so, sondern einfach nur die Präsenz, dass ich Druck mache. Ja, du hast einfach gar nichts gemacht, verkrampft man so, man weiß, ich schlage jetzt gleich einen Konter rein. Richtig, und das ist das. Das ist schon so eine Lektion, die muss man unbedingt ein paar Mal gespürt haben, safe, damit man sich entwickeln kann. Aber ey, 5 Runden, er hat wirklich sich extrem gut geschlagen. Ich bin persönlich echt überrascht sogar, finde ich geil. Training ist durch, heute brutal. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Zuerst 5 Runden in einem Ring mit einem deutlich stärkeren, was brutal Ausdauer gekostet hat. Meine Waden sind komplett hart. Ich hoffe, ich kann übermorgen wieder ein Training machen. Ist ultra geil, jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten her. Jetzt bin ich wieder fit, dass ich laufen kann. Merkt man auf jeden Fall ganz, ganz stark bei der Ausdauer, dass da was dazugekommen ist. Nicht unbedingt, wenn man direkt dabei ist, weil ich noch ein bisschen verkrampfe, schlecht atme und so weiter, aber wie schnell man sich auch regeneriert. Ultra geil, es macht so viel Spaß. Ich habe jetzt schon Bock aufs nächste Training. Schreibt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Wer gewinnt, Miki oder ich? Zieht Miki genauso durch, lasst es mich wissen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.